Ähnlich wie in Dünkirchen war es den Engländern gelungen, den größten Teil ihres Griechenland-Expeditionskorps heil auf die Schiffe zu bringen und in Kreta anzulanden. Ein großes Kontingent griechischer Soldaten wurde auch gleich mitgenommen, sodass sich nach der erfolgreichen Ausschiffung immerhin eine Streitmacht von 42.000 Engländern, Australiern, Neuseeländern und Griechen unter dem Kommando des neuseeländischen Generals Freyberg auf Kreta befand. Dem deutschen Oberkommando waren diese Zahlen allerdings völlig unbekannt. Es hatte diese Soldaten schon in Ägypten vermutet. Und die deutsche Spionage sowie die Luftaufklärung hatten völlig versagt. Man rechnete nur mit einer Garnisonsstärke von ca. 5.000 Mann auf der Insel. Kreta schiebt sich wie ein mächtiger Riegel 250 Kilometer lang und rund 30 Kilometer breit als Inselbollwerk vor die griechische Inselwelt und Beherrscher des östlichen Mittelmeeres. Am 15.04.1941 meldete sich General der Flieger Alexander Löhr, Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Südostraum beim Reichsmarschall Göring in dessen Hauptquartier und machte ihm den Vorschlag, den Balkanfeldzug mit einer Großaktion abzuschließen, die Besetzung Kretas mit Fallschirm- und Luftlandetruppen. Göring witterte neue Lorbeeren für sich und seine Luftwaffe und schickt Generalleutnant Student, den Schöpfer der deutschen Fallschirmjägertruppe, und Generalstabschef Jeschonek gleich weiter ins Führerhauptquartier. Hitler sieht in Kreta das Sprungbrett gegen Nordafrika und den Suezkanal und stimmt zu, allerdings unter der Bedingung, dass diese Aufgabe allein mit dem 11. Fliegerkorps, einer Fallschirm- und einer Luftlandedivision zu bewältigen sei. Schon für Mitte Mai ist dann das Unternehmen Merkur, die Einnahme Kretas, angesetzt. Doch erst am 20. Mai 1941 um 4.30 Uhr morgens ist es soweit, dass knapp 500 Ju-52 Transportmaschinen frisch überholt und voll betankt auf ihren sandigen Feldflugplätzen rings um Athen ca. 5.000 Fallschirmjäger aufnehmen können, um sie über Kreta abzusetzen. Doch hören Sie bitte selbst einen Original-Wochenschaubericht von diesem denkwürdigen 20. Mai 1941, der für so viele deutsche Fallschirmspringer der letzte Tag ihres noch so jungen Lebens werden sollte. In einem Lager unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt. Unter uns Kreta. Stukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Flak-Artilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab. Nein, meine Damen und Herren, so einfach und risikolos wie der Angriff auf Kreta in diesem Original-Wochenschau-Bericht des Reichspropagandaministeriums dargestellt wurde, sah die Wirklichkeit nicht aus. Im Gegenteil, die deutschen Fallschirmjäger sprangen zum großen Teil aus 120 Metern Höhe direkt in die Reihen des abwehrbereiten und zahlenmäßig weit überlegenen Feindes. Die deutschen Verluste waren teilweise verheerend und einige Fallschirmjägerbataillone verloren in den ersten Stunden bis zu 60% ihres Bestandes. Ich zitiere wörtlich einen neuseeländischen Offizier, der am 20. Mai 1941 auf der Gegenseite dabei war. Suddenly, they were among us. I was watching the battalion area and a pair of feet appeared through a nearby olive tree. They were right on top of us. Around rifles were cracking. I had a Tommy gun and it was just like duck shooting. The battalion commander himself killed 5 paratroopers in those first minutes. The adjutant,
shot two without so much as rising from his desk. Many of the Germans had no idea where they were, and their officers had been killed in the air. Am Abend ist keiner der drei angegriffenen Flugplätze Kretas, nämlich Raklion, Rethymnon und Malemes, in deutscher Hand. Denn die vorgesehene zweite Welle der Ju-52 konnte Kreta nicht geschlossen anfliegen, da sich auf den griechischen Sandflugplätzen beim Start riesige Staubwolken gebildet hatten, die oft den Start weiterer Maschinen erst nach einer Wartezeit von 17 Minuten gestatteten. So kamen die Reserven nur tröpfchenweise an. Westlich des Flugplatzes Heraklion fuhren britische Panzer feuernd in die niederschwebenden Soldaten. Innerhalb von 20 Minuten werden hier drei Kompanien des 2. Bataillons völlig aufgerieben. Das war die große und einmalige Chance des Generals Freyberg, mit einem kühnen Gegenangriff in der Nacht zum 21.05. die wenigen deutschen Soldaten, die sich am Rande des Flughafens Malemes eingenistet hatten und die den Flugplatz beherrschende Höhe 107 mutig attackierten, zu eliminieren und damit das gesamte Unternehmen Merkur zum Scheitern zu bringen. Doch Freyberg war ein ergrauter Weltkriegs-I-General mit Vorstellungen von 1914-18. Ein moderner Krieg nur aus der Luft war ihm fremd. Und so begnügte er sich mit halbherzigen Maßnahmen und beschränkte sich auf das Halten seiner Positionen. Am Morgen des 21.05. war es dann zu spät. Die Deutschen nutzten nun ihre absolute Luftherrschaft mit ununterbrochenen Bomben- und Schlachtfliegerangriffen auf die neuseeländischen Truppen aus. Und General Student ließ nun noch im Artilleriefeuer des Gegners die Gebirgsjägerdivision des Generalleutnants Ringel in Malemes landen. Unglaublich, was die Transportflieger leistete. Jede dritte Maschine blieb brennend oder mit gebrochenen Tragflächen liegen. Der Platzkommandant lässt die Flugzeugtrümmer mit einem britischen Beutepanzer zur Seite schieben, um die einzige Start- und Landebahn für die nachkommenden Maschinen freizuhalten. Bald gleicht der Platzrand einem Flugzeugfriedhof, denn schon 80 Jus liegen dort. Von den 493 gegen Kreta eingesetzten Transportmaschinen gingen beim Unternehmen Merkur 176 verloren, also 35,7%. Von diesem Schlag sollte sich die deutsche Transportflotte der Luftwaffe während des ganzen Krieges nie wieder richtig erholen. Doch sie hatte einen großen Anteil am nun folgenden raschen Siegeszug der deutschen Fallschirm- und Gebirgsjäger gegen die Alliierten. Innerhalb von 10 Tagen wurde General Freyberg mit seinen Soldaten von der Insel vertrieben und 21.800 Alliierte Gefangene gemacht. 4.000 Engländer, Neuseeländer, Australier und Griechen waren gefallen und 2.500 verwundet. Doch auch die deutschen Fallschirmjäger hatten für ihr siegreiches Unternehmen, eine stark befestigte Insel eines Gegners, das erste Mal in der Geschichte allein aus der Luft zu erobern, einen hohen Blutzoll zu leisten. Von den 13.000 eingesetzten Fallschirmjägern waren 5.140 als Gefallene, Vermisste und Verwundete zu beklagen. Hitler war entsetzt über die hohen Verluste und verbot ab sofort weitere große Luftlandeoperationen.